Götter segnet mich. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich wollte es doch anzünden. Warum zündet er es dann nicht an? Anzünden. Ja, warum zündet er dann das Feuer nicht an? Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ja, gut. Ich muss es erst anzünden. Er hätte es ja auch einfach anzünden können. Das war ja auch genau das, was ich wollte. Sicher? Ich bin pleite. Vielleicht ein andermal. Eine prima Gelegenheit, ihre Verluste zurückzugewinnen. Hab ich versucht. Wie kommt man nach oben? Also es muss irgendwie nach oben gehen eigentlich. Ich war für Sie sicher. Hier ist zwar eine Tür, aber da kann ich weiter nichts machen. Hab ich versucht. Darum bin ich ja pleite. Gut, ich würde jetzt einfach mal das Buch holen. Bringt ja alles nichts. Bevor wir hier noch ewig weiter rumgeistern und irgendwie effektiv zu gar nichts kommen. Das war bloß ein Betrunkener. Zwergenschmied. Seid gegrüßt. Ja, ich bin ein Zwerg. Kein Stress. Nein, ich unterstütze die Skoyatel nicht. Ja, ich habe Steuern und Schmiergelder bezahlt. Oft. Sogar heute. Kein Stress. Beruhigt euch. Ich will nur reden. Ich kann im Grab ruhig sein. Optimistisch gesehen ist es bald soweit. Das ist doch nicht optimistisch, aber er hat einen geilen Bart. Zur Hinrichtung auch. Einmal haben sie mich gezwungen, mit anzusehen, wie ein Anderling gehängt wurde. Hab mich beinahe um Kopf und Kragen gelacht. Verstehe. Man mag Anderlinge hier wohl nicht. Aha, schaut nirgends so aus. In den nördlichen Königreichen. Ein Staatsdiener wie Siemens gewann jüngst einen Innovationspreis. Für die Entwicklung von Galgen, speziell für Zwerge. Cool. Was ist daran so innovativ? Sie sind nichts. Kleiner. Aber bedenkt, was man da spart. Aus all dem gesparten Holz kann man andere Waren herstellen. Spielzeugschwerter zum Beispiel. Kann ja, ich euch etwas super. Fragen? Ja? Lasst uns über Waffen sprechen. Ich bin zwar kein Spezialist, aber ich kann Schwerter schmieden. Bringt mir 3 verschiedene Erze und ich schmiede euch ein vortreffliches Stahlschwert. Gut zu wissen. Ich suche nach Erz. Noch etwas. Für 35 Orens könnt ihr dieses vorzügliche Schwertfett haben. Es ist nicht gerade legal, aber ich brauche das Gold. Schwertfett? Okay. Diese Schmiere steigert die Qualität rostiger Waffen. Ist aus Schweinefett und noch ein paar Zutaten. Hört zu. Er hat gesagt, ich soll zuhören. Ich habe zu arbeiten. Alles in Farbe. Okay. Aber die hat hier irgendwo, glaube ich, gewohnt. Da drüben, genau. Dann holen wir da mal eben noch das Buch. Vielleicht kommen wir ja da ein bisschen weiter. Dass wir endlich diese Blüten da überhaupt aufsammeln können. Weil sonst, keine Ahnung, ich sehe die nicht. Was wollt ihr? Bisschen Freundlichkeit. Ich kann mich ausruhen, weil dann kann ich, glaube ich, genau, das hier. Ich möchte meine Schwerter etwas aufrüsten. Wie viel kann ich machen? 12 Talente. So, dann kann ich hier... Schaden plus 25%. Das ist doch gut. Mein Art kann ich auch noch etwas aufbessern. Stärke. Komm, mach mal Stärke. Ich bin beginnender Hexer. Ich will doch nicht meditieren. Ja, komm. Stunde. Muss ich wohl... Für die Fähigkeiten auch. Und dann kaufen wir jetzt das Buch. Und finden dann hoffentlich die Blüten. Was wollt ihr? Feldpflanzen. Ja.
Vielleicht klappt's ja jetzt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also zurück zum Dorf. Also was heißt Dorf? Das ist ja eigentlich nicht mal das Dorf. Das ist ja bloß die Taverne, die extra eingezäunt ist. Wäre ja auch absolut schrecklich, wenn dem guten Wirtshaus was passieren würde. Okay, ich kann anscheinend nicht einfach durch Sträucher laufen. Los, Rinder. Sehe ich es jetzt? Genau hier. Genau hier. Muss ich dieses Buch irgendwie erst lesen? Aha, ja. Okay. Und wo sind die jetzt? Also hier nicht. Die müssen ja irgendwie drin sein, so wie ich das verstehe. Weil da außen sind einfach keine Blumen. Seid gegrüßt. Seid Geralt. Ja, ich überspringe das jetzt mal schnell. Ich respektiere. Wissenschaftler, vielleicht hat er das, was ich brauche. Ich wollte euch. Ich bin nicht. In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt. Nur durch sie könnt ihr. Jetzt wird's doch interessant, ich klicke mal nicht weiter. Ausscheiden. Mehr noch. Sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich. Aha. Alchemie ist Leben. Klingt Wechseln so ein bisschen nach einem Lehrer. Bevor die Bauern auf die Idee kommen, uns auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Der Wissenschaft kann man nicht das Maul stoppen. Naja. Aber gut, was wollt ihr wissen? Wie kommt ihr an eure alchemistischen Grundstoffe? Ihr braucht Ausrüstung, damit ihr das korrekte Destillat erhaltet. Ich persönlich benutze einen Destillierkolben, verbunden mit einer Retorte. Oh, einer zusätzlichen Rektifiziersäule und einer Kühlspirale aus Kupfer. Ah ja. Wenn ich gerade keine verbundenen Destillierkolben zur Hand habe? Ah, verstehe. Feldforschung. Olaf sollte einen anständigen Wodka oder Brand haben, Wodka hab ich. Der als alchemistischer Grundstoff dienen könnte. Woher bekomme ich die Zutaten? Wenn ihr selbst Komponenten beschaffen wollt, braucht ihr Bücher mit Zeichnungen, Beschreibungen der Zutaten, die man aus Pflanzen und Tieren gewinnen kann. Harrende Händler wären eine Alternative, aber die ziehen euch das Geld aus der Tasche. Ja, ist oft so. Wenn ich ungeheuer Gewebe oder Organe brauche, also ich wende mich da an einen Hexer oder Jäger. Ah ja. Ich interessiere mich für Formeln. Wir lernen mal ein bisschen was. Fertige Formeln sind selten und schwer zu finden. Ich rate euch, experimentiert und wandelt Rezepte ab, die ihr schon besitzt. Okay. Die meisten Leute unterschätzen den Wert der empirischen Methode in der Wissenschaft. Okay. Ich denke, ich habe genug gehört. Okay. Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Legt wohl. Ghoulblut habe ich ja sowieso noch nicht. Aber wie ist das jetzt mit dieser Blume? Ich sollte mich sputen. Ich verstehe es nicht. Rubedo nicht besser. Ich verstehe es wirklich nicht. Die Questmarkierung bringt uns genau hierher. Daran kann ich auch nichts mehr machen. Ja, das tut mir sehr leid für euch. Vielleicht könnte mir einer von denen sagen, wo diese Blume ist.
Schau mal, steht irgendwas genaueres da? Ach, bei einem Händler im Gasthof. Ja gut. Wir könnten die zwei sicherlich auch sammeln und müssten nichts ausgeben. Aber wenn hier irgendwo ein Händler ist, dann spare ich mir doch mal eben die Arbeit. Reisender, Trunkenbold, Kaufmann. König Volltest hat den Zoll schon wieder erhöht. Das verheißt nichts Gutes. Ja, ist doof. Ich dachte... Ach, ich bin alt. Das sind Bauern. Das grenzt an Diebstahl. Man sollte diese Offiziere verhaften. Bade. Irgendwie geplant. Ich such doch irgendwie einen Händler. Du bist kein Händler, du bist auch kein Händler. Antiquar. Verdammt. Okay. Das habe ich ja schon. Kaufe ich. Also das ist hier Buch der Tiere. Nehme ich auch mal mit. Was? Wie teuer waren diese Bücher? Oha. Ja, dann sollte ich mal eben würfeln. Und wieder ein bisschen was verdienen, weil ich bin jetzt fast pleite. Oh Mann, das wird... Ach. Das war vielleicht nicht ganz so schlau. Ich hoffe, das lohnt sich. Wir müssen ein bisschen Geld machen. Zwei Paare, gut. Ja, ich kann ja nicht erhöhen. Vielleicht wird ein Full House draus. Nö. Ich kann zwar nichts mehr setzen, aber okay. Ich habe praktisch gerade zwei Paare. Und er hat eins. Komm schon, ich brauche ein bisschen Kohle. Ich habe ein Full House. Ich glaube, die Runde gewinne ich. Aber knapp. So, nächste Runde. Würfeln. Sehr viel ist halt nicht im Pott. Zwei, drei, vier. So, jetzt muss ich auf jeden Fall nachdenken. Ich habe hier ein paar. Wenn das eine 5 wird, könnte ich auch eine Straße kriegen. Das ist wahrscheinlicher, das Paar zu erhöhen, glaube ich. Ich habe Full House. Das ist gut. Ich glaube, ich gewinne. Cool, ich habe jetzt ein ganz kleines bisschen mehr. Wer will einer aufs Maul? Ich will mich prügeln, ich brauche Geld. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. Ich level mich mal schnell geldmäßig ein bisschen hoch. Schaut nämlich gerade nicht so gut aus bei mir. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch. Ich bin gerade im Moment leider ein bisschen broke. Wir werden sehen.
Da ist das hier eine gute Möglichkeit. Kämpft ihr oder seht ihr zu? Na, ich hau dir jetzt auf die Schnauze. Schlag mich, ihr Memme! Mach den kaputt. Mach den kaputt. Komm, ist doch nicht mehr viel. Mach den kaputt jetzt. Ich brauche Geld. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Dankeschön. Ich hoffe, dass ich jetzt zumindest verdoppelt habe. Dann habe ich 20. Dann könnte ich vielleicht mit einem noch um 20 kämpfen, dass ich wenigstens wieder 40 habe. Dann müssen wir uns langsam wieder hochleveln. Ich meine, gut, von dem Geistlichen kriegen wir dann auch 200. Ihr habt gewonnen, ihr seid Geschwister, Wanderer. Oder? Zwilling? Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Ja, wobei er ist ein bisschen dunkler, auch dunkler angezogen. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Der will nicht. Wir kämpfen nicht. Ihr Mogel. Gut. Wollt ihr verlieren, Fremder? Nö. Wir kämpfen um Geld. Natürlich will ich. Einmal alles. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wusste ich, dass er das sagt. Wer will einer aufs Maul? Mhm. Ich mach dich kaputt. Du bist am Arsch. Gut, ich glaube, um je mehr Geld es geht, desto mehr können sie auch einstecken tatsächlich. Oder auch nicht. Vielleicht täuscht das auch bloß. Jetzt haben wir zumindest wieder ein bisschen mehr Kohle. Aber ja, damit können wir auch nichts einreißen, ne? Ihr habt gewonnen, Wanderer. Ja. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Okay. Wollt ihr... Kann ich mit dir um 40 kämpfen? Auf keinen Fall. Nicht mit mir. Wer will einer aufs Maul? Wir kämpfen nicht. Ihr mogelt. Keine Herausforderer? Ich will nicht zweimal verprügelt werden. Okay. Dann... Sollen wir es riskieren? Einmal alles? Komm, wir riskieren. Wir brauchen einfach dringend Geld. Ganz dringend. Das schaut schon mal gut aus. Ah, Gleichstand. Brauch mindestens eine 3 jetzt, um ihn fertig zu machen. Oder ein Full House. So, erste Runde haben wir gewonnen. Die erste von maximal 3. 2, 3, 4, 5, 6. Das ist eine Straße. Ist das dann praktisch ein Gleichstand oder? Sieht aus, als wäre es praktisch ein Gleichstand. Aber das ist ja jetzt blöd. Da muss ich einmal alles. Und dabei werde ich aber ziemlich sicher verlieren. Nein, ich will das lassen. Ich glaube nämlich, dass das besser ist. Jawohl. Da haben wir schon mal 70 bekommen. Und sind ungeschlagen hier rausgegangen. Aber hier ist, wie gesagt, keiner, der mir helfen könnte. Dann müssten wir diese Pflanzen wohl doch finden. Ich kann ja mal in diesem Lexikon danach schauen. Also praktisch hier. Wo finde ich das? Orte. Formeln.
Was ist Glosser? Ist es bei Tutorials? Kräuterkunde? Ich würde jetzt einfach mal in irgendwelchen Büschen hier rumhacken. Es ist irgendwas Weißes, so viel wissen wir. Also suchen wir mal eben nach weißen Blüten. Also schön die Augen offen halten. Das hier sind weiße Blüten. Aber ich kann daran nichts machen.